dieser eckige Bau, der ins Wasser ragt, linker Hand. Das ist die große Flensburger Werft und dahinter die Bäume am Land, das ist bereits Dänemark. Das heißt, wenn man eine gute Ampelschaltung hat und flüssig durchkommt, ist man von der Flensburger Innenstadt am Grenzübergang Großau in nur 10 Minuten. Wir haben drei verschiedene Sorten von unserem Rum, den wir jetzt hier in Flensburg herstellen. Starten würde ich in dem Fall mal mit dem Klassiker. Das Schiff liegt dahin. Hast auch gehört, dass irgendwie da von Flensburg so negative Eindrücke so nach Österreich kommen wegen den Punkten? Was hat's? Wir hören immer nur Flensburg. Ja. Das ist in Flensburg sicherlich ein ganz, ganz großes Problem. Dieses Image haben wir tatsächlich. Also ich wusste gar nicht, dass das also auch bis nach Österreich gilt. Ja. In Deutschland ist es tatsächlich so, wenn man Flensburg hört, verbindet man dieses Wort automatisch immer mit den Punkten und dann kommt erstmal eine große Pause. Was fällt einem denn noch zu Flensburg ein? Es fällt einem vielleicht noch ein Beate Use, es fällt vielleicht noch ein Flensburger Bier oder der Handball, die SG Flensburg an der Welt. Im 30-Jährigen Krieg ist hier fast alles kaputt gegangen. Da hatten wir noch zwei Kriege hinterher und da war Flensburg platt. Von 5000 Einwohnern noch 850 nach. Da hinten der Kirchturm, das ist eine katholische Kirche. Wir sind ja alle protestantisch hier oben, aber eine katholische Kirche haben wir auch da hinten. Okay.